Herr Loth, Sie haben das Wort. Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Präsident, liebe Frau Ministerin, wer am Online-Dialog teilgenommen hat, wie meine Kollegin Funk und ich, der hat gemerkt, dass da ganz viele Menschen mit ganz viel Elan arbeiten, um herauszufinden, wo in Deutschland Atommüll auf Ewigkeit gelagert werden kann. Wir haben zum Beispiel herausgefunden, dass es ein Trichterprinzip gibt, dass in drei Kreisen gesucht wird, der immer kleiner wird. So sind Ballungsräume ausgeschlossen, große Industrieanlagen ausgeschlossen und auch unterirdische Speicher schließen dann eine Lagerung von Atomen in der Nähe aus. Also mein lieber Kollege aus dem Salzlandkreis, eure Kavernen retten euch vom Atommüll in Staßfurt. Das kann man schon mal so sagen. Wir haben in Sachsen-Anhalt viele Aufgaben, die von dauernder Ewigkeit sind. Wir erinnern uns an den kommenden Antrag aus Brücher, wir erinnern uns an Bitterfeld. Wir haben viele Altlasten, die wir hier bei uns schon betreuen. Eine weitere Last können wir uns einfach nicht leisten. Aus diesem Grund finden wir es richtig und wichtig, dass die Linke hier den Änderungsantrag zur Beschlussfassung gestellt hat. Wir brauchen kein weiteres Atomlager in Sachsen-Anhalt. Dankeschön. Fragen sehe ich keine, dann danke ich Herrn Loth.